Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und ich freue mich heute ganz, ganz, ganz sehr, den lieben Henry hier wieder, auch wenn es noch digital ist, neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Henry, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal zurück, muss man ja schon fast sagen. Wir haben ja viele Videos zusammen gemacht, die mich schon länger verfolgen, wissen das ja. Und jetzt war irgendwie über ein Jahr Funkstille. Was ist passiert? Also eigentlich ist nichts passiert. Du bist einfach leider nur weggezogen aus Leipzig. Wir haben ja fast 3 Jahre zusammengelebt. War eine wunderbare WG, wunderbare Freundschaft. Wir kennen uns ja schon ganz lange. Wir sind auch zusammen gereist. Wir haben dich auch in Sardinien besucht. Und wir haben auch viele Videos zum Thema Entgiften, Rohkost, Fasten, Schleimfreie Heilkost haben wir ganz viel zusammen gemacht. Gibt es auch eine Playlist, werde ich auch mal oben in den Infokarten verlinken. Wir haben, glaube ich, über 30 Videos zusammen gemacht. Und ja, jetzt war es mal Funkstille. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr gut verstehen oder ja, dass wir uns nichts mehr zu sagen haben. Ganz im Gegenteil, wir sind privat sehr gut im Austausch. Wir wissen eigentlich fast ganz genau, was der andere macht. Es gibt immer mal ein Update. Und ja, aber ich weiß nicht warum, aber es hat einfach nicht, wir haben ganz wenig gezoomt, immer eher telefoniert oder Sprachnachrichten. Hat sich einfach nicht so ergeben. Wir haben uns ganz viel ausgetauscht über unsere Themen, über die wir jetzt auch auf YouTube so öffentlich machen, über ganz viele andere Dinge, die so im Hintergrund laufen. Und da habe ich gedacht, Mensch, Henry, zum Ende des Jahres würde ich gerne mal mit dir ein Video machen und meinen Zuschauern einfach erzählen, wie es mit uns weitergeht. Weil wir wollen auf alle Fälle wieder mehr zusammen machen, auch mehr zusammen in die Öffentlichkeit gehen, hier auf YouTube Videos machen zu unseren Themen. Und wir haben uns für das neue Jahr auch ein Projekt rausgesucht oder wollen mit unserem Herzensthema wieder mehr rausgehen, die Leute unterstützen. Und welches Thema ist das, Henry? Was ist das Thema, was uns am meisten antreibt? Ja, definitiv die schleimfreie Heilkost oder das System der schleimfreien Heilkost. Und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr schönes Thema, um halt das auch weiterhin nach außen zu bringen und auch die Verständlichkeit von dem ganzen System nochmal viel mehr darzustellen, weil es teilweise doch noch sehr viele Verwirrungen gibt. Und das finde ich halt eben sehr, sehr wichtig, dass da halt eben jeder versteht, wie das funktioniert. Und wie das jeder für sich anwenden kann. Und dadurch, dass es halt eben ein individuelles System ist, was für jeden angepasst werden kann, wenn man es richtig anwendet, ist das halt eben eine sehr geniale und zeitlose Sache. Und das ist halt eben das Schöne daran. Ja, wer jetzt das Video das erste Mal sieht, denkt, was, über was reden die eigentlich? Schleimfreie Heilkost. Also es gibt auch, ich habe eine Playlist, glaube ich, mit Henry, nur mit Henry-Videos, aber auch Playlist, da geht es generell um die Schleimfreie Heilkost. Da sind natürlich auch wieder viele Videos mit dir dabei. Das kann ich auch nochmal oben verlinken, die Playlist rund um die schleimfreie Heilkost. Wir haben in den letzten Jahren bemerkt, dass das Interesse immer größer wird. Es gibt viele Menschen, die sich jetzt für dieses Heilsystem der schleimfreien Heilkost interessieren. Und uns ist es auch ganz wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dieses System zu modifizieren, auf die heutige Zeit anzupassen. Es ist für die meisten Menschen nicht machbar, das schleimfreie Heilsystem, wie es Arnold Ehre damals ins Leben gerufen hat, in der heutigen Zeit umzusetzen, wie er das damals propagiert hat. Und wir haben ja schon zum Beispiel auch ein Video gemacht, wie wichtig es ist, Grün in die schleimfreie Heilkost zu integrieren. Und das wollen wir auch vermitteln, den Menschen einfach das aufzuzeigen, dass es wirklich ein wunderbares System ist, dass es wirklich auch ein zeitloses System ist, aber dass wir es anpassen müssen. Und dass wir sehr, und Arnold Ehret hat ja damals auch gesagt, diese individuelle Beratung oder das individuelle Anpassen ist so, so wichtig, weil die Menschen sich sonst mehr schaden können, als dass sie ihre Gesundheit, dass es nützt, ihre Gesundheit nützt. Ja, für das neue Jahr planen Henry und ich so eine Art Schleimfreie Heilkost-Challenge, mal so eine Woche mit interessierten Menschen einfach mal aufzuzeigen, was so die Basics sind, die Basis für die Schleimfreie Heilkost, was man wissen muss und was auch immer die Frage, was kann ich denn da essen? Eine ganz häufige Frage, die immer kommt, ja, kann man bei der Schleimfreien Heilkost das und das nicht mehr essen? Und dann merken wir einfach, dass die Menschen das nicht richtig verstanden haben oder dass wir mehr den Fokus darauf legen wollen, was das eigentlich bedeutet, dieses System. Das heißt nicht, dass man komplett fettfrei oder schleimfrei leben muss oder dass man schleimbildende Lebensmittel komplett aus dem Speiseplan streichen muss. Das bedeutet das überhaupt nicht. Und da wollen wir einfach einen Teil dazu beitragen, dass die Menschen da gut und gesund durch dieses System gehen und wieder zu mehr Gesundheit kommen können. Und gerade in der heutigen Zeit ist Gesundheit so wichtig. Und das ist eben auch eine ganzheitliche Sache. Es ist nicht nur so die Ernährung, mal ein bisschen Giften, ein Fasten, da gehört viel mehr dazu. Und das wollen wir dann auch alles mit einbringen. Also du hast mir so eine Challenge geplant, wer da Lust und Laune hat, kann mit uns da mal eine Woche durchgehen mit Tipps. Und wir werden das dann auch entweder hier auf YouTube ankündigen. Wir haben ja auch auf Facebook eine
Schleimverheilkostgruppe. Da sind jetzt schon über 2000 Mitglieder. Also wenn ihr euch dafür interessiert, ich werde das unter diesem Video verlinken und könnt ja gerne beitreten. Da werden wir das auch auf alle Fälle dann ankündigen, wann es soweit ist mit der Challenge. Und haben dann noch einiges so geplant für nächstes Jahr, wie wir die Menschen unterstützen können, um besser über die Schleimverheilkost informiert zu werden und das auch wirklich sehr gut und individuell umsetzen zu können, ohne dass da grobe Fehler auftreten, wie manche, die einfach zu schnell in die Obstdiät reingehen, in die Früchtekost, so wie es Arnold Ehret ja damals auch propagiert hat oder gemacht hat. Oder dass Menschen zu viel fasten, zu schnell zu wenig essen, zu schnell in diese krasse, fettarme, fettfreie Richtung gehen. Das genau. Muss man immer auch individuell anschauen. Und wenn jemand natürlich Leistungssport macht oder körperlich schwer arbeitet oder jemand, die noch stillt oder schwanger ist, dann muss man auch nochmal ganz anders rangehen. Es kommt immer auf diese Lebensweise, auf den Lebensstil an, auf das persönliche Umfeld, wie man lebt, wo man lebt, ob man in der Stadt lebt, auf dem Land, was man für Möglichkeiten hat, an Lebensmittel zu kommen. Und da spielt so viel mit rein und das wollen wir gern dann mit den Interessierten einfach aufarbeiten oder angehen und einfach da hilfreiche Tipps geben. Genau, das ist der Punkt. Du hast ja gerade schon sehr, sehr viele Sachen angesprochen, ne? Und daran sieht man genau, warum das eben individuell angepasst werden sollte. Und das spielt ja noch auch viel, viel mehr mit rein, ne? Wenn man jetzt wirklich mal schaut, bei jedem Einzelnen ist ja die Gesundheitsgeschichte und die Vorgeschichte, die Medikamente, die genommen wurden, die Krankheiten, die man hatte, die Genetik, die da noch mit reinspielt. Das betrifft ja nicht nur uns jetzt, das betrifft ja auch unsere Vorfahren, die Vorfahren davor und so. Das sind ja alles, das spielt ja alles mit rein, ja. Und ich finde dann immer den Part so gut. Man kann ja der erste Mensch sein in dieser ganzen Blutlinie, der sich jetzt als allererstes pflanzlich ernährt. Und wenn man sich das mal verbildlicht, dann macht das Ganze ja noch viel mehr Sinn, langsam in das Ganze einzusteigen und nach die Ernährung umzustellen. Und deswegen sind zum Beispiel auch schleimbildende Lebensmittel für diesen Prozess noch wichtig, dass man nicht zu stark und zu schnell entgiftet und dass man diese immer noch mit dabei hat. Die ersten, Erhard hat immer so von 3 Jahren ungefähr gesprochen, aber wir haben da auch gesagt, heutzutage 10, 20, mehrere Jahrzehnte kann das dauern. Und man stellt sich dann halt nach und nach um, so mit der Zeit. So, und dann kann mal irgendwann das Ziel sein, irgendwann mal zum Beispiel nur noch Obst und grünblättriges Gemüse, ja, und Wildkräuter. So, oder halt dann mal irgendwann, aber ja, da sind wir halt weit entfernt momentan. Könnte man irgendwann nur noch Früchte essen, aber das ist hier momentan nicht möglich, einfach in dieser Welt, weil erstens die Fruchtqualität nicht mehr optimal ist und zweitens, wie du auch schon gesagt hast, die Umgebungsbedingungen nicht. Aber man muss das auch nicht machen. Es geht einfach nur darum, dass man sich wieder umstellt, dass man sich regenerieren kann, dass man wieder fit wird einfach und den Degenerationsausgleich wieder von den Generationen davor wieder rückgängig machen kann. Und einfach wieder ja, selber gesund wird und für die folgenden Generationen danach, wenn man seine Gene weitergibt, einfach wieder eine gesunde Blutlinie einfach wieder herstellt. Und ja, und das ist auch so mit einer der Gedanken dabei, um das halt einfach auch wieder herzustellen. Deswegen, ich finde es sehr, sehr wichtig und ich finde es auch sehr wichtig für die Zukunft unserer Welt, in der wir leben, weil mit Gesundheit sind die Menschen gesund, ist die Welt auch gesund. Und das ist für mich halt ein sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Sache, finde ich. Und was wir ja beide auch erfahren haben mit der Ernährungsumstellung, Entgiften, Fasten, dass sich unser Bewusstsein ändert, auch für die Dinge zu schauen, dass man auf einmal mehr so Manipulation, Täuschung erkennt und eher den Dingen auf den Grund gehen möchte, die Dinge hinterschaut. Und ich denke, das gehört auch dazu, wenn die Welt heilen möchte. Ja. Gewisse Strukturen, gewisse Machenschaften durchschaut und vielleicht sich davon wirklich abwendet und, sage ich mal, in eigene Strukturen, wo man sich wohlfühlt, wo noch die Menschlichkeit, Mitgefühl, Empathie, wo das im Vordergrund steht, ne? Dass man einfach schaut, nee, so in diesen Strukturen möchte ich so nicht mehr leben, aber was kann man ändern, was kann man tun? Und das ist auch ganz wichtig, dass wir sagen, mit dieser Art der Ernährung, wenn man das schrittweise geht, verändert sich auch das Bewusstsein. Das war bis jetzt bei uns so, bei vielen Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, mit denen wir Kontakt hatten, war das wirklich ähnlich. Ne? Und das könnte wirklich ein Weg sein, den Körper zu entlasten, zu entgiften. Nicht nur den Körper, sondern auch Geist und Seele. Weil in diesem ganzen Prozess
Henry, das wissen wir beide auch sehr gut, ist nicht nur so die körperliche Entgiftung, das kommen auch viele Themen hoch, seelische Themen. Ja, die wir so, jeder hat ja so seinen Rucksack mitzutragen. Und Schleimverheilkost ist auch eine Möglichkeit, wenn man diesen Weg geht, gewisse Themen aufzuarbeiten und in Frieden mit gewissen Themen zu gehen. Ja. Das ist auch ganz wichtig, um die Welt zu heilen. Ja. Also, und was ich auch nochmal sagen wollte, mit diesen schleimbildenden Lebensmitteln, weil das ist ja auch eine Frage, die ganz oft kommt. Du hast ja auch zwei Blogartikel für meinen Blog geschrieben. Da gibt es einmal das ist die Liste der schleimfreien Lebensmittel und dann die Liste der schleimbildenden Lebensmittel. Da hast du so einen kleinen Text dazu geschrieben und die ganzen Lebensmittel aufgelistet. Und wenn man schon in diese Richtung geht, finde ich, ist es wichtig, man kann ja sehen, zum Beispiel sehr schleimbildend sind zum Beispiel auch Milchprodukte oder auch Industriekost, dass man sowas, was wirklich als sehr schleimbildend wahrgenommen wird, oder so von Professor Spira, der macht das ja im englischsprachigen Raum, da hast du das ja dich ein bisschen bei ihm orientiert, dass man wirklich schaut, dass man das weglässt oder gerade bei Milchprodukten, dass man erstmal von Kuhmilch auf Ziege oder Schaf übergeht. Das muss ja nicht so radikal dann gleich alles komplett weg und alles sofort vegan, also schrittweise die Umstellung, oder dass man statt Brot Getreide ankeimt zum Beispiel. Ne? Auch angekeimtes Getreide ist schleimbildend, aber besser als dieses konventionelle Brot. Also das ist dann so eine schrittweise Entwicklung. Irgendwann, wir essen ja auch kein Brot mehr, irgendwann braucht man das auch nicht mehr. Mhm. In der Rohkosternährung habe ich dann auch lange Zeit Leinsamencracker, also so dichtere Cracker, die aber auch schleimbildend sind. Für den Übergang ist das aber sehr gut geeignet. Ne? Kann man auch im Rahmen der armen schleimfreien Heilkost ab und zu Leinsamencracker essen. Aber dass man einfach schaut, Leinsamen, Chia, das sind schleimbildende Lebensmittel, Avocado, Nüsse. Nüsse hat der Arnold Ehret auch für den Übergang empfohlen, weil viele auch gesagt haben, ja, Nüsse sind nicht schleimbildend. Arnold Ehret hat es empfohlen. Aber der hat es ja für die Übergangskost empfohlen. Und er hat ja auch empfohlen, zum Beispiel Brot lieber zu rösten. Das wäre weniger schleimbildend. Kartoffeln in der Schale zu backen, als zu kochen. Das würde weniger schleimbildend im Körper wirken. Und das kann man ja nach und nach umsetzen. Das heißt nicht, dass man jetzt sofort nur schleimfrei, fettfrei essen muss, nur noch Früchte, nur noch Gemüse dämpfen, sondern eine schrittweise Umstellung. Ja. Bei vielen ist es ja auch so, wenn die Ernährung umstellen, bei denen aus gesundheitlichen Gründen, die das machen, da ist eine andere Intention dahinter, als wie Menschen, die das jetzt zum Beispiel machen, weil sie Ernährung umstellen wollen. Und da ist es dann halt eben so, wenn die dann zum Beispiel noch Fleisch essen oder sowas, dass man dann halt eben sagt, okay, man macht es dann nicht mehr jeden Tag, sondern oder nicht mehr zweimal am Tag, sondern erstmal bloß nur einmal am Tag. Dann irgendwann nur noch jeden zweiten Tag. Dann findet man eine Alternative für diese Produkte, ja. Also, dass man halt immer dann die nächste Alternative sucht, die hat man dann eine Weile dabei. Dann geht man den nächsten Schritt, sucht die nächste Alternative. Wie zum Beispiel bei Käse kann man dann irgendwann auf Nusskäse umsteigen, ja. Also, es gibt so viele Möglichkeiten. Und das ist halt eben dieser Umstellungsgedanke einfach, dass der dann so mehr da ist. Und dass man dann, wenn der Körper dann irgendwann signalisiert, halt, stopp, jetzt ist es genug damit, dann geht man den nächsten Schritt. So, aber halt, dass man immer im Einklang geht, so. Und ja, und das finde ich halt eben ganz, ganz wichtig. Ne? Und natürlich auch nochmal anders, wenn jemand gesundheitlich angeschlagen ist, dann muss man erstmal ein bisschen anders vorgehen, als wie jemand, der nicht so jetzt extrem stark angeschlagen ist. Da kann man natürlich anders vorgehen, ne? Aber das ist dann halt immer wieder individuell zu betrachten. Ne? Ja, das wäre dann jetzt auch ein längeres Video. Kann man vielleicht mal noch in einem Extra-Video machen und darüber reden, aber ja, genau, das ist dann halt immer ja, angepasst wird einfach. Und wichtig finde ich auch, es ist ja wieder dahin zu kommen, wieder so ein intuitives Körpergefühl zu bekommen, wirklich auch zu wissen, was tut einem gut und was nicht. Da schreiben manche dann auch immer in den Videos, ja, also wenn ich nach meinem Körpergefühl gehen würde, dann würde ich jetzt am liebsten Pizza und Pommes essen und Schokolade. Ja. Und deswegen bedarf es auch einer gewissen Führung, einer gewissen Anleitung erstmal, dass man erstmal weiß, okay, das ist so jetzt so wie ein roter Faden, da versuche ich mich so lang zu hangeln, da weiß ich ungefähr, wie kann ich diesen Weg gehen. Und dann irgendwann kommt wieder dieses gesunde, intuitive Körpergefühl. Und dann kann man das für sich selber den Weg weitergehen. Das kommt aber wieder. Ja, das ist halt eben das Schwere, weil am Anfang ist das noch dieses manipulierte Körpergefühl, weil man seinen Darm und seinen Körper auf diese ganzen Sachen programmiert hat über viele Jahre und Jahrzehnte. Und dann erstmal davon wieder wegzukommen auf dieses natürliche, intuitive Körpergefühl, das ist dann erstmal schwer. Und selbst dann, wenn man denkt, man ist auf diesem natürlichen, intuitiven Körpergefühl, das kann auch manipulativ sein, wenn man zum Beispiel mal eine längere Zeit nur Früchte isst oder so, dann merkt man, dass die Verdauung leicht geworden ist und der Körper, der sagt einem dann, er möchte nur Früchte haben, so. Aber das kann auch manipulativ sein, erstmal, weil das dann erstmal, ja, weil man sich zu stark in diese Richtung manövriert hat. Und dann, wenn man zum Beispiel wieder mal einen Salat integrieren würde oder gedämpftes Gemüse,
dann fühlt sich das erstmal wieder schwerer an, wenn man die Verdauung so leicht gemacht hat mit den Früchten. Aber das kann zu stark gewesen sein für das Level, auf dem man eigentlich ist. Und dann ist es erstmal wieder schwer, zurückzukommen zu dem Level, wo man eigentlich hin sollte momentan. Und wie ihr seht, das ist so ein ganz feines Gefühl. Das entwickelt man dann aber mit der Zeit. Aber es ist halt einfach wichtig, dass man weiß, dass es halt eben länger dauert. Und wie du auch gesagt hast, dass man halt eben erstmal eine Führung hat, dass man an die Hand genommen wird und dann eben sieht, okay, was passt jetzt für mich eigentlich auf meinem Level, wo ich gerade bin. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen, haben wir uns auch schon viel drüber ausgetauscht. Es gibt Menschen, die auch einer gewissen Kost folgen, ob das die Paradieskost ist oder eher an die Früchte-Diät oder wenig essen, schnell fasten. Die gehen einfach zu schnell in die Richtung zu viel Früchte, zu wenig essen, zu viel fasten und dann bauen diese Menschen zu schnell ab und merken auf einmal, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ist aber dann die Ernährungsweise schuld. Dabei war es einfach ein falsches Vorgehen, muss man einfach mal sagen. Und da wollten wir auch nochmal ein separates Video im neuen Jahr machen, dass wir das nochmal aufgreifen, um nochmal zu zeigen, wie wichtig das ist und das nochmal zu verdeutlichen. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich nicht die eine Ernährungsform für alle. Da sind wir uns, denke ich mal, einig, Henry. Wir sind da auch, du hast mal schön gesagt, labelt euch nicht. Also wir sind da auch weg vom Dogma, dass es jetzt 100% pflanzlich, 100% Rohkost sein muss. Das muss man halt schon an die Menschen individuell anpassen. Und jeder hat auch andere Bedürfnisse. Es gibt ja auch Menschen, da geht es in die Ernährungsrichtung kaum noch was zu essen. Ne? So ganz andere, sag ich mal, Energien und Kräfte zu aktivieren, was auch möglich ist, aber was nicht für jeden machbar ist und auch nicht jeder will dahin, diesen Weg zu gehen. Also wir hatten ja auch den Eliton kennengelernt auf La Palma. Das ist sehr faszinierend, aber ich weiß, das ist nicht für jeden machbar und es wollen auch nicht die meisten Menschen, aber es ist viel mehr möglich, als viele meinen mit unserem Körper, mit unseren Bedürfnissen. Ja, da ist noch viel mehr möglich. Aber wir wollen sagen, das ist nicht der Weg für alle. Auch das, was wir aufzeigen, muss nicht der Weg für alle sein, aber es ist nicht, man wird nicht so gelabelt. Ne? Also dass es jetzt sagt, oh, das darf man nicht und das darf man nicht. Es geht einfach ein sanfter, langsamer Weg, wo man dann nach und nach einfach ein Gespür dafür bekommt, das bekommt man nicht. Das wieder ein Gespür für einen gesunden Körper, für wirklich Lebensmittel, die uns gut tun. Lebensmittel, nicht nur Nahrungsmittel. Ne? Und ja, es ist auf alle Fälle ein guter Weg. Das ist unsere Erfahrung, Erfahrung von vielen Menschen, die Schleimhautheilkost, dieses System in ihr Leben integriert haben. Das ist ein guter Weg, wieder Gesundheit zu erlangen und auch eine gewisse, also gesundheitliche Stabilität. Gerade in der heutigen Zeit ist das ja so wichtig. Und ich möchte auch zum Schluss des Videos nochmal sagen, gerade jetzt, weil wir dieses kleine Wesen da, was uns das Leben schwer macht, also die Panik, die darum geschürt wird, Wesen, naja, es ist so in Anführungsstrichen, es ist ja auch lateinisch dieser Begriff Virus und heißt Schleim und Gift. Und Arnold Ehret, es geht in der Schleimhautheilkost eigentlich darum, Gifte und Schleime, Schleimstoffe aus dem Körper zu eliminieren. Und deswegen ist dieses Thema gerade wirklich sehr, sehr aktuell. Wir freuen uns, dass wir das, also wir tragen das ja schon länger so ein bisschen nach außen und wir freuen uns da einfach auch jetzt im kommenden Jahr, da einfach ein bisschen noch mehr nach außen zu gehen und den Menschen einfach zu helfen. Ja, gerade in der jetzigen Zeit. Und ich meine, Ehret hat es ja auch so schön gesagt, ne? Er hat gesagt, dass er mit seinen Experimenten, wo er gesagt hat, er könnte auch in die Malaria-Gebiete reingehen, ohne dass er da irgendwie beeinflusst werden würde. Und das zeigt eigentlich, dass mit der richtigen Ernährung, dass man überhaupt gar keine Angst haben muss, egal was da draußen kommt oder egal, okay, egal was da draußen kommt oder noch kommen wird, dann braucht man keine Angst davor zu haben. Und ja, und ich meine, Angst ist ja eh das Hauptbeeinflussungsmittel schon seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und ich glaube, wenn wir uns alle auch noch von der Angst lösen, dann braucht man überhaupt gar keine Angst mehr haben vor irgendwas. Und wenn die Ernährung dann auch noch gut ist und das Leben so oder so, dann braucht man sich überhaupt gar keine Sorgen mehr zu machen. Ja, was ich auch noch sehr wichtig finde, was Arnold Ehret mal gesagt hat, nicht die Krankheit muss heilen, der Körper muss heilen. Also das sagt schon alles. Also ich kann auch, ne, wir können seine Schriften empfehlen. Es gibt ja einige Schriften als kostenlose PDF, werde ich auch einen Link runtersetzen. Da könnt ihr euch, wenn ihr euch dafür interessiert, kostenfreie Schriften von Arnold Ehret runterladen. Dann gibt es auch die Bücher Gesunde Menschen, Band 1, Band 2. Da gibt es alle Schriften, die er je veröffentlicht hat, auch Artikel, Leserbriefe, auch sehr interessante. Und da werdet ihr einfach merken, dass Arnold Ehrets Lehre wirklich zeitlos ist. Also vieles ist wirklich zeitlos. Und er hat auch damals, vor 100 Jahren, schon so vieles erkannt und so gut beschrieben. Und es ist immer wieder faszinierend, seine Texte zu lesen. Ja. Aber wer für die Schleimfreiheit Interesse hat,
Schleimverheilkost könnt ihr euch direkt herunterladen, da gibt es kein Urheberrecht mehr drauf. Das ist wirklich eine sehr wertvolle Schrift und können wir jedem nur ans Herz legen, runterladen und dann mal nach und nach lesen und einfach mal reinfühlen, wie ihr mit dieser Lehre resoniert und ob das was für euch wäre. Ich danke dir, lieber Henry, dass ich danke dir, dieses Video aufgenommen hast. Ja, was bleibt jetzt zu sagen? Ich wünsche auf alle Fälle allen, dass sie gut noch durch das oder gut ins neue Jahr gehen. Mit hoffentlich guten Vorsätzen, mit einem besseren neuen Jahr. Wir können einfach nur hoffen, dass das neue Jahr einfach ja, viel mehr Lichtblicke für uns bereithält. Und viel mehr Menschen mit Mut und Wahrhaftigkeit. Ja. Und wir hoffen, dass wir auch die Menschen im neuen Jahr gut begleiten können mit der Schleimbeinheilkost. Generell, so wie wir das auch in den letzten Jahren gemacht haben. Und ich freue mich sehr, wieder, Henry, mit dir ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu treten, ein bisschen mehr auch Videos zu machen. Und ja, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, Henry Lopp, werde ich oben verlinken. Also es ist ja jetzt alles verlinkt, unsere Playlist, unsere Videos, die wir zum generell zusammen gemacht haben, über die Schleimbeinheilkost, deinen Kanal. Ich werde es auch nochmal unten alles verlinken. Genau, du noch ein paar Worte zum Schluss, lieber Henry? Ja, ich wünsche euch auch allen alles Liebe für die nächste Zeit. Und ja, egal, was in der nächsten Zeit kommt, ja, lasst euch keine Angst machen und bleibt bei euch und tretet auch für euch selber, für eure Lieben und für eure eigenen Rechte ein und lasst euch das von niemandem nehmen. Das finde ich jetzt ganz, ganz wichtig in der jetzigen Zeit. Und ja, und kämpft für das Gute, ganz einfach. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit, kommt gut ins neue Jahr rein. Und ja, wir sehen uns dann, denke ich mal, im neuen Jahr wieder, fit und munter. Und ich freue mich auch schon auf ja, alle weiteren Videos und Projekte, die wir machen, Silke. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald, ihr Lieben. Alles Gute, alles Liebe.